Hallo zusammen, im heutigen Video zeige ich euch, wie ich meinen Wirbelwind-Barbaren spiele. Und zwar werde ich euch zeigen, welche Fähigkeiten ich verwende und wie ich sie verwende. Also ich zeige euch auch meinen Spielstil, welches Equipment ich nutze und welche Aspekte. Das Ganze muss natürlich mit den Fähigkeiten gut zusammenspielen. Und ein wenig werde ich euch auch den Paragon-Board zeigen, aber auch vor allem die Fähigkeiten, wie ich alles verteilt habe, denn es gibt ja mehr Fähigkeiten, auch die ganzen Buffs, die man hier unten nicht sieht. Was ist so toll an diesem Bild? Und wie ich finde, dieses Bild ist sehr ausgewogen. Und zwar einmal auf Schaden, aber auch auf Verteidigung. Also man kommt in beiden sehr, sehr gut klar. Und vor allem im Early Game hat mir dieses Bild sehr, sehr viel Spaß gemacht. Welche Fähigkeiten nutze ich? Und zwar nutze ich einmal Stahlgriff. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Wer das nicht möchte, kann es gerne ersetzen. Aber ich finde Stahlgriff wirklich eine tolle Fähigkeit. Ich werde euch auch gleich im Gameplay zeigen, warum. Man kann einfach Gegner hier ranziehen. Sie sind sofort verwundet und man ist selbst 2 Sekunden im Berserker-Modus. Das finde ich ziemlich gut. Dann habe ich 2 Buffs. Einmal den Schlachtruf, vor allem hier für die Bewegungsgeschwindigkeit. Das nutze ich eigentlich, sobald ich kann. Und natürlich stellt es mir ein bisschen Wut her und es macht mich unaufhaltsam. Das heißt, während ich hier Schlachtruf habe, kann ich nicht unter Kontrollverlust geraten. Dann habe ich hier Kriegsschrei. Das hat vor allem die Aufgabe, mich zu buffen und mich stärker zu machen, also mehr Schaden zu verursachen. Und dann habe ich als Ulti den Anruf der Urahnen. Die finde ich vor allem im niedrigen Levelbereich sehr, sehr gut. Die Urahnen machen wirklich einen tollen Job und machen viel Schaden. Ihr werdet auch sehen, selbst jetzt mit Level 55 sind die wirklich gut dabei und räumen hier viel auf. Dann nutze ich Sprungschlag und das gar nicht mal so wenig. Also ich wechsle wirklich hier zwischen Wirbelwind und Sprungschlag und nutze beide Fähigkeiten sehr intensiv. Und ihr werdet auch sehen, Sprungschlag macht gar nicht mal so wenig Schaden. Jetzt suchen wir uns mal hier ein bisschen Gegner. Um zu suchen, nutze ich natürlich hier sofort Schlachtruf, damit ich ein bisschen schneller unterwegs bin. Und jetzt kann ich auch hier Kriegsschrei und die Urahnen zusammenrufen und ich kann direkt anfangen mit Wirbelwind. Und in kürzester Zeit ist ja alles komplett verprügelt. Jetzt stehen manche Gegner hier weiter weg, wie der hier hinten. Da kann ich einfach den Stahlgriff nehmen und ihn ranziehen. Und dann ist er mit Sprungschlag sofort gekillt. Einmal rangezogen und sofort ist er ausgenockt. Ihr seht auch, für einzelne Monster nutze ich sehr gerne Sprungschlag. Und für größere Gruppen setze ich dann sofort in den Wirbelwind ein. Beim Wirbelwind, das ist euch jetzt hier vielleicht aufgefallen, habe ich auch einen Aspekt und dieser Aspekt verursacht, dass hier ein Urahne erscheint und dieser unterstützt mich und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Er taucht sogar sehr, sehr häufig auf, denn ich habe eine über 80%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Urahne mich unterstützt. Beim Schaden setze ich vor allem auf Berserker, Verwundbarkeit und Crit und ich finde, damit fahre ich ja eigentlich ganz gut. Und ihr seht, ich wechsle hier immer wieder ab zwischen Wirbelwind und Sprungschlag. Kommen wir mal zum Equipment. Und ich fange mal mit dem Helm an. Beim Helm habe ich vor allem einen Aspekt drin. Und zwar bekomme ich eine Barriere, sobald ich einem Elite-Gegner Schaden zufüge. Und ich finde, diese Barriere benötige ich wirklich nur bei den Elite-Gegnern. Denn für normale Monster, die machen mir eigentlich hier kaum Schaden. Dann habe ich die Rüstung. Und hier musste ich leider den Aspekt aus dem Kodex der Macht nutzen, aber diesen Aspekt gibt es auch besser und zwar kann man ihn finden in einem legendären Equipment, aber leider habe ich das noch nicht gefunden. Dennoch ist das Ganze ziemlich gut. Ich bekomme hier 0,2% höhere Rüstung für jegliche Art Schaden, die ich verursache. Man muss sagen, mit Wirbelwind verursache ich sehr schnell sehr viel Schaden und deswegen komme ich auf diese 25% mehr Rüstung auch relativ schnell. Das Ganze geht natürlich deutlich besser, bis zu 50%. Wäre sehr gut, wenn ich diesen Aspekt irgendwann mal finden würde. Dann habe ich hier schon wieder was Offensives und auch die gesamte Schulter oder die Handschuhe hier sind offensiv und zwar Fertigkeiten verursachen bis zu 10% mehr Schaden, basierend auf der Wirkzeit verfügbarer Primärressourcen. Ihr habt vielleicht auch gesehen, sobald ich Wirbelwind einsetze oder auch wenn ich Sprungschlag einsetze, ist hier meine Wut schon ziemlich voll oder meistens auch sehr voll. Von dem her habe ich dann diese 10% auch immer aktiv. Beim Beinschutz ist es so, ich bekomme hier Leben für jeden Gegner, der in meiner Nähe steht.
Und deswegen habe ich auch meistens eigentlich Full Life und deswegen hilft mir das. Ansonsten gehe ich hier auf alle Werte, Stärke, Kriegsschrei und Geschicklichkeit. Hier oben kann man auch sagen, bei den Handschuhen, da habe ich Crit-Trefferchance. Das finde ich ziemlich wichtig. Natürlich auch plus 3 Ränge für Wirbelwind, Willenskraft und Angriffsgeschwindigkeit. Und bei der Rüstung habe ich Schaden für ultimative Fähigkeit. Also die macht hier vor allem meine Urahnen stärker, aber auch zusätzlichen Schaden für Typ physisch und der Schlachtruf, auch er hat hier nochmal 3 zusätzliche Punkte. Beim Helm ist es vor allem die Angriffsgeschwindigkeit von den Basisfähigkeiten, also von dem Sprungschlag. Das habt ihr auch wahrscheinlich gesehen. Ich schlage da schon sehr, sehr schnell zu. Und auch die Rüstung wird hier nochmal um 4,9% verbessert. Kommen wir nun zu den wichtigen Teilen und zwar zu den Waffen. Und hier bei dieser Wuchtwaffe, und zwar ist es eine Zweihand-Streitkolbenwaffe, hier habe ich den Aspekt und hier habe ich 84%ige Chance, dass ein Urahne erscheint, wenn ich Wirbelwind einsetze. Ich könnte das auch mit Sprung oder Aufwühlen herbeirufen, also den Urahnen, aber ich mache das wirklich mit dem Wirbelwind und 84% ist schon ziemlich hoch, deswegen habe ich den Urahnen sehr, sehr häufig zur Unterstützung. Dann habe ich hier, es besteht eine Chance von 8%, dass Gegner 2 Sekunden lang betäubt werden, wenn sie euch treffen. Ihr fügt betäubten Gegnern 38% Schaden zu, das finde ich auch ganz nützlich. Dann habe ich hier noch, nach 10 Waffenwechseln wird euer nächster Angriff überwältigt und 30% mache ich mehr Schaden mit Überwältigung. Und dazu muss man jetzt wissen, dieses Sprungschlag, das nutze ich mit den Einhandwaffen und den Wirbelwind, den nutze ich mit der Wuchtwaffe. Wie kann man das Ganze einstellen? Einmal, wenn ihr am PC natürlich seid, dann drückt ihr auf S und dann geht ihr hier auf die Fähigkeit. Und wenn ihr den Mausrad einfach nutzt und auf dem Mausrad klickt, also nicht scrollen mit dem Mausrad, sondern wirklich Mausrad klicken, dann könnt ihr hier unter den verschiedenen Waffen wechseln. Und ich habe hier hoffentlich jetzt die richtige. Ja, das ist die richtige. Und zwar die hier, die verwende ich beim Wirbelwind. Und genauso lässt sich das auch beim Sprungschlag einstellen. Dann habe ich hier bei der anderen Hiebwaffe noch die Möglichkeit gehabt und auch genutzt, den Wirbelwind zu stärken, und zwar kritische Trefferchance von Wirbelwind wird pro Sekunde, die er kanalisiert wird, um 12% erhöht bis maximal 36%. Also innerhalb von 3 Sekunden bin ich auf 36% und ich kann recht lange wirbeln. Also deswegen habe ich auch hier eine sehr, sehr hohe Crit-Trefferchance. Bei den Ringen bin ich vor allem auf Crit-Trefferchance, aber auch vor allem auf Schaden bei nahen Gegnern, Schaden gegen verwundbare Gegner gegangen. Auch hier der Aspekt, wenn ihr einen Gegner mit einer Kernfähigkeit tötet, erhaltet ihr 10% der Grundwutkosten zurück. Das ist ziemlich wichtig für mich, denn meine Kernfertigkeit ist ja der Wirbelwind und damit kille ich sehr viele Gegner und dann bekomme ich hier immer wieder Wut zurück und so halte ich auch meine Wut eigentlich konstant oben. Beim nächsten Ring habe ich hier kritische Treffer mit Kernfertigkeiten erhöhen eure Angriffsgeschwindigkeit 5 Sekunden lang um 21%. Also sobald ich hier Wirbelwind einsetze, habe ich 21% mehr Angriffsgeschwindigkeit. Zusätzlich dazu kommt natürlich hier die Crit-Trefferchance, das maximale Leben und Schaden des Typs physisch. Dazu muss man wissen, Wirbelwind ist physisch und auch Sprungschlag ist ebenso physisch. Beim Amulett habe ich folgenden Aspekt. Wenn ihr einen Gegner mit einer Basisfertigkeit angreift, erhöht sich der Schaden eurer nächsten gewirkten Kernfertigkeit um 8%, maximal 30%. Und ihr habt gesehen, ich wechsle ziemlich häufig zwischen Sprungschlag und Wirbelwind, weil ich Sprungschlag eigentlich wirklich sehr gut finde. Und so verpasse ich den Gegnern ein paar Schläge mit Sprungschlag und wechsle dann auf Wirbelwind. Und dadurch ist mein Wirbelwind automatisch stärker. Auch hier habe ich verschiedene Stats drin, wie zum Beispiel 50% Schaden mit beidhändigen Waffen, was dann den Wirbelwind stärker macht, aber auch 8,3% zusätzlichen Schaden, was mir ziemlich viel hilft. So, nun suchen wir uns noch ein paar Gegner aus, vor allem wenn ich die Ulti einsetzen möchte, dann versuche ich natürlich, dass ich so viele Gegner wie möglich habe. Ich setze alle Buffs ein und lasse dann die Urahnen los. Selbst wirbel ich auch hier noch ein bisschen durch und dann sind die Gegner alle sehr, sehr schnell besiegt. Aber auch mit Stahlgriff macht das Ganze sehr viel Spaß. Ich ziehe sie ran und nutze dann meine ganzen Buffs und Wirbelwind, um hier einmal durchzugehen. Und sobald mir die Wut ausgeht, macht das Ganze nichts, denn auch mit Sprungschlag mache ich wirklich richtig, richtig gut Schaden. Kommen wir zum Fertigkeitsbaum und wie habe ich die ganzen Punkte verteilt?
Und wie habe ich geskillt? Sprungschlag, wie gesagt, da habe ich 5 Punkte geskillt und habe hier Sprungschlag des Kampfes gewählt, weil ich hier einfach den Berserker-Modus habe für 1,2 Sekunden und ich schlage schon sehr, sehr schnell mit den Einhandwaffen zu. Und deswegen bin ich eigentlich ständig im Berserker-Modus und der Berserker-Modus gibt mir 25% mehr Schaden und noch 15% Bewegungsgeschwindigkeit. Als Wirbelwind-Barbar habe ich natürlich auch 5 Punkte auf Wirbelwind gesetzt und hier auf den brutalen Wirbelwind, damit ich hier nochmal 30% zusätzlich Schaden bekomme. Ich habe das Ganze auch hier mit dieser anderen Variante versucht und habe auch mal versucht, auf Blutungsschaden zu gehen. Aber ich muss sagen, das hat bei mir nicht so gut geklappt und ich fand die andere Variante hier besser. Wichtig hier ist auch nochmal der Druckpunkt und der macht, dass meine Kernfertigkeiten, also Wirbelwind, die Gegner verwundbar macht und da habe ich eine 30%ige Chance, Gegner verwundbar zu machen. Bei den defensiven Fähigkeiten bin ich beim Schlachtruf geblieben und habe hier 5 Punkte verteilt, habe auch hier nochmal durchs Equipment 3 zusätzliche Punkte bzw. 4 und habe hier 4 verteilt. So ist das richtig. Und ich habe hier taktischer Schlachtruf gewählt, weil ich einfach nochmal zusätzlich Wut erzeuge und auch die Wutregenerierung sich erhöht. Hier weiter unten bin ich dann beim Kriegsschrei und Kriegsschrei, da habe ich auch 5 Punkte verteilt und habe nochmal 2 Punkte aus Gegenständen und hier habe ich auf den starken Kriegsschrei ausgebaut und auch hier habe ich die donnernde Stimme nochmal ausgebaut. Auch hier habe ich drei Punkte. Was verursacht das? Das erhöht meinen Rufeffekte um 24%. Das bedeutet hier, dieser Kriegsschrei, er hält ungefähr ein Viertel länger an. Auch hier bei der Schnelligkeit habe ich 2 Punkte gesetzt, einfach für die Bewegungsgeschwindigkeit. Dann kommen wir zu einem wichtigen Teil und zwar zu der Waffenbeherrschung. Und hier habe ich natürlich die Stahlgriffe geskillt und bei den Stahlgriffen habe ich Stahlgriffe des Kämpfers. Warum diese auch die macht, dass ich in den Berserker-Modus komme, aber sie zieht die Gegner ran. Ich bin direkt im Berserker-Modus und auch die Gegner sind direkt verwundbar. Und wenn ich danach Wirbelwind einsetze, sind die Gegner direkt verwundbar und ich bin im Berserker-Modus und das ist schon ein richtig guter Start für mich in den Wirbelwind. Bei den Buffs hier habe ich diesen Grubenkämpfer gewählt. Dadurch verursache ich mehr Schaden an nahen Gegner und ich habe eine Schadensreduzierung gegen Fernkämpfer und dadurch, dass ich einiges auf die Verwundbarkeit setze, habe ich hier auch diesen Skill hier ausgebaut und habe hier nochmal 23% mehr Schaden gegen verwundete Gegner. Bei der ultimativen Fähigkeit habe ich natürlich die Uhren komplett ausgebaut und ich habe auch hier die Buffs. Viel hilft viel, da habe ich 2 Punkte gesetzt. Dadurch habe ich 10% mehr kritischen Trefferschaden bei Zweihandwaffen, also auch hier wieder Wirbelwind verstärkt. Und bei der Wuchtwaffe mache ich zusätzlichen Schaden bei verwundbaren Gegnern und auch bei betäubten Gegnern. Und eine Wuchtwaffe nutze ich ja beim Wirbelwind. Ebenso hier habe ich das ausgebaut. Dadurch habe ich einfach eine höhere Chance, und zwar von 45%, dass ich mit der Wuchtwaffe Gegner betäube. Und zu guter Letzt habe ich ja die zentrale passive Fertigkeit. Hier habe ich wandelndes Arsenal verwendet und das bringt mir vor allem sehr viel, da ich zwischen Sprungschlag und Wirbelwind wechsle und dadurch bekomme ich einfach permanent 10% zusätzlichen Schaden. Schauen wir noch ganz kurz über das Paragon-Board. Am Anfang bin ich hier direkt auf die rechte Seite gegangen, denn hier gibt es nochmal zusätzlichen Schaden. Auf der linken wäre mehr Rüstung und Leben, aber ich habe hier mit Absicht den Schaden gewählt und habe dann den Glyphensockel freigeschalten. Hier habe ich die Glyphe Zermalmer drinnen und zwar eher als Notlösung, denn sie verstärkt meinen Streitkolben. Zwar nutze ich bei dem Wirbelwind einen Streitkolben, das ist eine Zweihand-Wuchtwaffe, Streitkolben, so kann man das kategorisieren. Also sie ist sowohl Wuchtwaffe als auch Zweihandwaffe als auch Streitkolben und deswegen hilft mir das beim Wirbelwind, aber es ist, wie schon gesagt, eine Notlösung. Denn am liebsten hätte ich hier Ausbeuten gehabt. Ausbeuten macht einfach, dass die Gegner, egal bei welchem Angriff, verwundet sind. Und das ist ziemlich, ziemlich gut. Und leider habe ich diese Glyphe einfach noch nicht erhalten. Ich bin hier dann sowohl einmal nach oben gegangen, auf der rechten Seite, um hier Verteidigung zu holen, aber auch auf die linke Seite, um noch mehr Schaden einzuholen. Und dann habe ich das nächste Board freigeschalten, und zwar das Board Gemetzel. Hier habe ich noch nicht den legendären Knoten freigeschalten, bin aber weiter nach oben gegangen, einmal hier, um nochmal Schaden abzuholen, und zwar Schaden, während ich im Berserker-Modus bin. Das ist auch mit einer der Gründe, warum mein Sprungschlag so viel Schaden macht.
und werde jetzt hier erstmal den Sockel freischalten, aber auch hier nochmal den Schaden im Berserker-Modus freigeben. Dann werde ich auch noch hier den seltenen Knoten freischalten, denn da bekomme ich weniger Schaden durch Gegner in der Nähe. Das finde ich ziemlich gut, aber auch früher oder später werde ich hier diesen legendären Knoten freigeben. Und so habe ich eigentlich einen ganz guten Mix zwischen Schaden und Verteidigung. Und ich finde, so macht der Wirbelwind-Barbar ziemlich viel Spaß. Ich kann es euch nur empfehlen. Ihr könnt es gerne mal testen, nachbauen und mir auch gerne Feedback geben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Video sehen. Bis dahin, Leute, macht's gut!